Willkommen im Café Hollywood. Heute geht's bayerisch zu bei uns. Wir haben einen Gast, der ist Musiker. Herzlich willkommen, Alex Bubenheim. Grüß dich, Alex. Andi, grüß dich. Beziehungsweise als echter Bayer muss ich sagen, Servus. Servus, oder? Ja. Servus, sagt so, man, gell? So schaut's aus. Wir haben uns jetzt auch gedacht, wenn wir einen Bayer zu Gast haben, gell, dann können wir dir jetzt auch nicht mit Kaffee kommen wahrscheinlich. Na. Wir haben original bayerisches Bier für dich da. Ja, der ist super, ehrlich. Ja. Optimator, da schau her. Dass du dich auch heimisch fühlst hier. Doppelbock, ja, du. Das, wenn leer ist, dann fühle ich mich sehr heimisch. Gell? Denke ich mir. Und wie kommt jetzt ein Münchner nach Los Angeles und was macht er hier? Ich würde mal sagen, es war so Mitte der 80er Jahre, da hat die immer mit irgendwelchen Bands in München gespielt. Und dann bin ich so einem Typen über den Weg gelaufen, der hat Werbespots gemacht. Und dann hat er mir eine McDonalds-Kampagne hingelegt. Die brauchen da ein Lied. Und dann habe ich gesagt, super, ich habe keine Ahnung von Werbung, nur großes Maul. Ne? Und dann habe ich die gewonnen, die Kampagne. Ne? McDonalds ist einfach gut. Und dann war es vorbei, dann ist einer nach dem anderen gekommen. Und dann waren wir hier in Los Angeles, haben gedreht, war ja cool. Und da war ich das erste Mal hier und da habe ich dann ein paar Leute kennengelernt, unter anderem Neil Young und solche Leute und so. Und dann habe ich gesagt, du, das gefällt mir hier, da kommt mir irgendwann wieder her. Du hast auch eine bayerische Band gegründet. Also ja. Bist sozusagen trotzdem der Bayer in dir, kommt durch und ja, hält jetzt die Tradition wieder. Noch am Leben hier, oder? Jetzt wieder, komischerweise, nachdem ich 20 Jahre davor weggelaufen bin. Es holt einen dann immer wieder ein. Ne? Und ich bin angesprochen worden von einem Menschen, der hat hier einen Würstelladen gehabt, ob ich da nicht mal Akkordeon spielen will. Ich musste da jede Woche spielen und dann wurde der Laden größer, weil die Leute fanden das so super. Und dann wurde es immer größer und dann war das plötzlich ein Laden mit 300 Sitzplätzen und dann hatte ich eine Band, die Haselnuss Band. Wir machen da eigentlich Hardcore-Polka. Dann musste da spielen Michael Holm auf der Straße nach Mendocino. Also du musst halt immer irgendeinen Schmarrn haben. Das kennen die Amerikaner dann? Die Lieder kennen die? Nein, aber das finden sie toll. Das Kufstein-Lied zum Beispiel, da müssen sie alle weinen. Kennst du das Städtchen? Du, da machen sie Feuerzeuge an und weinen alle. Ich habe ja Leute gehabt, die bringen dann Bücher, die schreiben, die wollen dann von mir die Texte und dann bringen die ihre Büchlein mit und singen dann mit. Och. Das ist unglaublich. Also, und Die Goas ist weg ist der größte Hit. Mhm. Ei, 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 Die Goas ist weg. Da rasten die aus. Und wir sind jetzt, wir haben über 196 Auftritte gespielt, 2013 allein. Also ich glaube, wir sind eine der erfolgreichsten Oktoberfestbands in Kalifornien. Ja, aber ist es dann die Atmosphäre hier so wie in Bayern? Steigen die Leute auf die Tische und tanzen? Oder ist es ja. Eher ein bisschen... Ja, wir haben die Tische sogar verstärken müssen. Wir haben 7 Tische vorne vor der Bühne bauen müssen, die ungefähr, sag ich mal, 10 cm Tischplatten hatten. Ich hatte regelmäßig 100 Leute auf den Tischen. Und das war dann, wurde ja dann so zum, wie sagt man, zum Running Gag. Das wurde dann so zum, da musst du hin, weil das sind alle auf den Tischen. Ja. Vor allem, wenn die Dirndln auf die Tische gehen, verstehst du? Ja, ist ja klar. Ja, klar. Da ist was los. Mhm. Also offensichtlich, selbst nach 20 Jahren LA, ist dir das schon noch, ist die Heimat trotzdem dir noch wichtig. Die Frage ist jetzt dann immer, wo ist Heimat und wo ist Zuhause? Ist LA zu Hause und Bayern bleibt Heimat oder hat sich das schon verschoben? Ich sage immer, wenn man in Englisch zählt und träumt, ja, spricht man Englisch. Und also Deutsch zählen fällt mir inzwischen schwierig. Mhm. Also, Nummern zum Beispiel. Meine Mutter telefoniert, die sagt immer, wenn mir die Telefonnummern gibt, die sagt ja nicht so wie wir, ja, ist 1, 2, 3, 7, 5. Meine Mutter sagt immer 21, 57, 36, 80. Und dann sitze ich dann und denke immer, weil hier ist ja genau andersrum. Ne? Aber Mama, sag das nochmal. Ja, also da merke ich dann schon schwierig. Auf der anderen Seite, hier alt werden möchte ich nicht. München ist immer meine Heimat, ich bin immer Bayer, ich bin 6. Generation Bayer, mein Gott. Mein Nachname, wir haben einen Ort in Deutschland mit meinem Namen. Klar, da kann ich nicht wegrennen, aber ich glaube, man ist da zu Hause, wo dein Hut an der Wand hängst und wo deine Freunde sind. Mhm. Wunderbar. Ja. Alex, vielen Dank, ja, hat mich sehr gefreut. Ja, super. Trink dein Bier noch aus und dann ja. Alles Gute und Servus. Gell? Servus. Das war's für heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal im Café Hollywood. Tschüss.